Israel Möllemann und sein Fallschirmsprung. In Wahrheit soll ein Exempel statuiert werden. Wer darf in Deutschland was denken und wer darf in Deutschland was sagen? Der frühere FDP-Spitzenpolitiker Jürgen Möllemann ist tot. Nach einer gewissen Zeit jedenfalls einig, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt haben kann. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Israel Möllemann und sein Fallschirmsprung. Kein Kommentar von Grenzgänger Studios. Liebe geht raus an Grenzgänger Studios, ich liebe dich, euch meine ich. Ist ein sehr guter Kanal, fühle dich auf jeden Fall. Wir gehen rein ins Video, Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. Es muss möglich sein und bleiben, Ariel Sharon. Jürgen Möllemann, FDP-Vorsitzender NRW, Digga, krass. Seine kriegstreiberische... Sharon war der Israel-Präsident vorher, oder was? ...Politik zu kritisieren, ohne von den Befürwortern Herrn Sharons und seiner Politik in die antisemitische Ecke gestellt zu werden. Ich verbitte... Das kennen wir ja. ...mir das ausdrücklich. Ich fürchte, dass kaum jemand den Antisemiten, die es in Deutschland gibt, leider... und die wir bekämpfen müssen, mehr Zulauf verschafft als Herr Sharon und in Deutschland als Herr Friedmann. Mit seiner intoleranten, gehässigen Art, überheblich, das geht so nicht. Auslöser der Attacke war ein Sternartikel, in dem Friedmann die FDP-Führung aufforderte, sich notfalls sogar von Möllemann zu trennen. Ich habe nochmal das Zitat hier. Also, ich fürchte, dass kaum jemand den Antisemiten mehr Zulauf verschafft, als ein Herr Friedmann mit seiner intoleranten und gehässigen Art. Ich meine, inwieweit war Ihnen klar, war das Spekulation, dass Sie mit dieser Formulierung, gerade mit dem Wort gehässig, natürlich ein typisches, ja, wie kann man sagen, antijüdisches Klischee bedienen? War Ihnen das bewusst? Zunächst mal, ich bin jetzt 15 Mal, jedes Mal, wenn ich Sharon kritisiert habe, von Herrn Friedmann als Antisemit bezeichnet worden. Tja, so läuft das halt, ne? Du darfst Israel nicht kritisieren, sonst bist du direkt ein Antisemit. Immer noch, heutzutage immer noch. Es hat nie aufgehört. Ist crazy. Also selbst der Heilige Vater würde sich nicht erdreisten, der CDU mitzuteilen, dass jemand, weil er Abtreibungsbefürworter ist, aus der CDU ausgeschlossen werden muss. Aber Herr Friedmann war es, wer in der FDP sein darf. Rückendeckung überraschend von einem alten Freund aus dem Norden. Wir sind noch nicht so weit, dass Herr Friedmann aussuchen kann. Kubicki, Digga, krass, wie jung der da noch war, Digga. Wer mit einer demokratischen Partei ist und wer nicht. Wer das Anwachsen des Antisemitismus Och nö, Digga. Einem deutschen Juden zuschreibt, hat jedes Maß verloren, beleidigt, kränkt, verletzt jeden demokratischen Deutschen. Deswegen habe ich Strafantrag gestellt wegen Volksverhetzung. Hat sich nichts verändert, ne? Gut, Herr Möllemann, aber wenn Sie natürlich sagen, auf der einen Seite die Kritik an Sharon üben, auf der anderen Seite aber ein ganz großes, oder nicht auf der anderen, sondern auf derselben Seite, ein großes Verständnis für die Palästinenser aufbringen und aufgebracht haben in sehr heftigen Äußerungen, wo Sie sagen, Sie können diejenigen verstehen, die sich versuchen zu erwehren, auch im Land des Aggressors. Ist das die richtige Sprache? Liebe Frau Christiansen. Das darfst du nicht. Du darfst ja nicht positiv über die Palästinenser reden. Das geht ja gar nicht. So, das sind alles Terroristen und die müssen ausgerottet werden. So, das ist ja das, was der neue Präsident da jetzt gerade veranstaltet. So, weißt du, wie ich meine? Wer anderer Leute Länder besetzt, muss wissen, dass die sich wehren. Facts! Es stehen nicht palästinensische Panzer in Tel Aviv und Jerusalem. Es stehen israelische in Palästina und Palästina wird seine Zukunft verwehrt. Ich bin strikt gegen alle Attentate auf Zivilisten. Es gibt ein Recht, das sagt, die Zivilbevölkerung muss geschont werden, auch in militärischen Konflikten. Aber ich rede nicht über die Ursache hinweg. Eine Strategie der FDP, am rechten Rand nach Stimmen zu fischen, kann nicht funktionieren. Sie wäre nicht nur falsch, sondern sie würde auch liberale Identität und Überzeugung aufgeben. Und haben die den rausgeekelt am Ende des Tages, wa? Jeder, der mit diesem Gedanken spielt, muss wissen, dass er damit die FDP zugrunde richtet. Dann gehen nämlich die Liberalen. Ich werbe gezielt, das gebe ich zu, um die Stimmen aller Christen, Muslime, Juden und Andersgläubigen in Deutschland, die sich für einen gerechten und fairen Frieden im Nahen Osten einsetzen. Das heißt eben nicht nur
für das Recht Israels, sondern für das gleiche Recht der Palästinenser. Und davon gibt es Millionen, die so denken. Und wenn die uns wählen, bin ich sehr froh. Ich kann. Das ist doch ein starkes Statement, Digga. Was, what the fuck? Überhaupt nicht mit der Situation anfreunden, dass wir heute. Ich kannte den gar nicht so gut. Der war nicht schlecht, der Cousin. Ja? Gibt mir gute Vibes auf jeden Fall, der Möllemann. 57 Jahre nach dem Holocaust überhaupt mit so einem Problem konfrontiert werden, dass ein führender Politiker einem führenden Mitglied einer jüdischen Organisation sagt, dass er durch sein Auftreten, dadurch, dass er hinweist auf Antisemitismus, auf antisemitische Äußerungen, dass er dafür sorgt, dass der Antisemitismus hier verbreitet wird. Das ist unerträglich. Auch Sharon muss kapieren. Deswegen wurde er auch um die Ecke gebracht. Ist er gestorben? Kommt da noch was zu? Ich glaube schon, ne? Fallschirmsprung? Beim Fallschirmsprung ums Leben gekommen, oder was? Palästinenser ist ein gleichwertiger Mensch. Er darf genauso in seinem Staat leben und das verhindert er bisher. Mhm. Wir haben auf unserem Mannheimer Parteitag klipp und klar gesagt, dass... Hat der Mannheim gesagt, Digga? 6-8, Bro? ...Staat leben und das verhindert er bisher. Mhm. Wir haben auf unserem Mannheimer Parteitag... So, Mannheim. 6-8 an die Macht, Bruder, du weißt schon ganz genau, wie das läuft. Klipp und klar gesagt, dass antisemitische Bestrebungen bei uns nicht zu suchen haben. Das gilt auch für die Wähler. Wir sind eine liberale Partei und wer zurück ins 19. Jahrhundert will, hat bei uns nichts. Bruder, was hat er denn bis jetzt Antisemitisches gesagt? Er hat doch gar nichts Antisemitisches gesagt, im Gegenteil. Der hat sich doch ganz klar davon distanziert und hat gesagt, dass so Leute wie der andere Cousin, den ich auch nicht kenne, ich weiß gar nicht mehr seinen Namen jetzt gerade auch, der angeblich auch Teil der jüdischen Community ist, mit seiner Arroganz teilweise mehr dafür sorgt, dass Leute antisemitisch werden als er selber so. Die Vereinten Nationen müssen ihn zwingen, zu den Prinzipien des Völkerrechts zurückzukehren, sonst gibt es im Nahen Osten ein Desaster und dann hängen wir mit drin. Der deutsche Bundeskanzler fantasiert im Moment über die Entsendung deutscher Truppen dorthin. Ja, da kommen wir gleich. Wir waren das, Schröder oder was? Ja, furchtbar. Das müssen Sie uns gleich Kohl? Keine Ahnung, was war denn das für eine Zeit? Agiert wird. Ich komme gar nicht klar hier, die Moderatoren und so. Crazy. Damit tut man auch Leuten Unrecht, die früher in der Tat Tabus gebrochen haben, um die Gesellschaft voranzubringen. Möllemann bringt die Gesellschaft nicht voran. Er ist ein Reaktionär, ein kleinlicher Mensch, in der Tat ein Meister der Selbstinszenierung. Aber auch wenn er Ressentiments ausnutzt und sie aktiviert, er hat wenig zu sagen. Was wollen Sie damit erreichen? Ich will etwas, was die Menschen umtreibt, mit Ihnen erörtern. Was erreichen Sie für die Region damit? Verehrter Herr Klose, wir sitzen doch deswegen heute Abend hier. Es ist doch ganz doppelbürdig zu sagen, wir sollten es lieber nicht öffentlich diskutieren, während wir hier sitzen. Wir wollen denn eine Lösung haben. Ich möchte meinen Standpunkt in dieser Frage jedenfalls nicht verhehlen. Wenn Möllemann kein Antisemit ist, stabiler Typ, Digga. Dann gibt es keine Antisemiten. Er ist mit Sicherheit gegen den Holocaust und er findet die Maßnahmen der Nazis gegen die Juden verachtenswert. Aber er hat ein Problem mit Juden und er geniert sich nicht, dieses Ressentiment auszulösen. Bro. Solange wie Israel sich weigert, die UN-Resolutionen umzusetzen, und das ist doch ein wirklich drastischer Akt der Provokation. Ist auch so krass, dass du, wenn du Israel kritisierst, ein Antisemit bist und was gegen Juden hast, Digga. Die echten Juden, ne? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Digga. In der jüdischen Bibel, Tora, in der Tora steht drin, dass der jüdische Staat eigentlich erst ausgerufen werden darf, wenn der Messias zurückgekommen ist. Der ist noch nicht zurückgekommen. Das heißt, ein richtig gläubiger, spiritueller Jude glaubt nicht daran, dass Israel überhaupt existieren sollte jetzt gerade. Ist das den Leuten eigentlich bewusst? Die kritisieren Israel selber und die kritisieren vor allen Dingen auch den Typen, diesen radikalen Typen, der da gerade an der Macht ist und dafür sorgt, dass ein ganzes Volk ausgerottet wird, so. The fuck you talking about antisemitism, bro? Bruder, das ist crazy, wie die unseren Kopf gefickt haben, gerade in Deutschland, was das Thema Antisemitismus angeht. Das sind Zionisten, Bruder, das hat nichts mit Juden zu tun. Wenn du Zionisten kritisierst und Israel kritisierst, hat es nichts damit zu tun, dass du grundsätzlich was gegen irgendwelche Juden hast. So. Das ist einfach, das machen die auch bewusst und extra, die Zionisten, dass sie das in einen Topf werfen, damit die sich dahinter verstecken können, hinter dieser Antisemitismus-Keule. So. Weißt du?
Aber es hat mit dem, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die Staatengemeinschaft beschließt in den letzten Tagen, und Israel sagt, wir machen nichts, wir weisen das zurück. Let's do us the job to the end, sagen die. Das ist ja unbeschreiblich. Natürlich dürfen wir bis dahin keine Waffen liefern. Wir liefern Waffen, mit denen die Flüchtlinge in Jenin niedergemacht werden. Sein Austritt aus der FDP kam selbst für seinen Warendorfer Wahlkreis überraschend. Crazy, Alter. Haben den rausgeekelt, wa? Guck, da kommt mal einer, der ein bisschen mal versucht, die Wahrheit auf den Tisch zu bringen und mal auch für alle Menschen gleichwertig einsteht, egal was für eine Herkunft, Hautfarbe oder Religion, und nicht sagt, Israel darf alles machen und Palästinenser sind alles Terroristen, so. Und wirst dann sofort in der deutschen Politik rausgeekelt. Und so funktioniert Politik. Wir werden niemals da Menschen haben, die ein gutes Herz haben, die für Menschlichkeit, Liebe und Zusammenhalt einstehen. Das geht nicht miteinander einher. Du musst ein versauter Motherfucker sein, wenn du in der Politik überhaupt irgendwas erreichen willst. Muss herzlos sein. Bald sein letzter Auftritt Mitte März. Möllemann war einem Parteiausschluss zuvorgekommen. Sichtbar niedergeschlagen nahm er Abschied von der Partei, die sein Leben war. Ich halte die Politik, die Ariel Sharon macht, für friedensgefährdend. Ich halte sie für menschenverachtend. Und man muss auch als deutscher Politiker einem israelischen führenden Politiker die Meinung sagen können, so wie die das uns gegenüber auch tun. Herr Droste, wie ist das bei Ihnen angekommen? Damals, als diese Äußerung getätigt wurde, wie haben Sie das verfolgt? Ja, Herr Möllemann ist der Schöpflöffel des deutschen Antisemitismus. Und entsprechend sieht er halt auch aus und riecht auch braun. Sehr sonderlich. Wow. Finden Sie das sonderlich intelligent, was Sie gerade vortragen? Finden Sie es nicht unglaublich unfair, einem, der eine andere Meinung hat, gleich ein Etikett aufzukleben? Das ist die Methode, die in Deutschland praktiziert wird. Wer sich traut, Herrn Sharon als das zu bezeichnen, was er ist, nämlich nach meiner Meinung ein Kriegsverbrecher, ist ein Antisemit. Ich weiß von vielen Grünen, Sozialdemokraten, die meine Kritik an Sharon teilen, und die wundern sich plötzlich, warum ihre eigenen Leute mich attackieren. Die sagen, komisch, was der sagt, denken wir doch auch. Ich habe jetzt innerhalb von 10 Tagen 20.000 E-Mails, Faxe, Briefe bekommen. Wo ich hinkomme, sagen die Leute, Herr Möllemann, Gott sei Dank sagt mal einer das, was... So ist es. Alle denken nämlich, dass Schluss sein muss mit dieser Politik von Herrn Sharon. Die sagen nicht irgendwas gegen Juden, nicht gegen Herrn Sharon, weil er Jude ist, sondern gegen seine Politik. Haben Sie 20.000 E-Mails mal wirklich nachgeschaut? Haben Sie mal geguckt, wer dabei ist? War nichts dabei aus dem Lager der Neonazis? Also ein Brief, der damit... Das ist sehr schön, sehr schön. Da muss man eigentlich auch nichts dazu sagen, ne? Steht auch im Titel, kein Kommentar. Endete Heil Möllemann. Ich finde das unglaublich. Damit macht man Meinungsfreiheit tot. Das darf man nicht. Es muss, die Debatte, die wir hier führen, wird in jedem europäischen Land wie selbstverständlich mit Offenheit ausgetragen. Ich habe als 1945 Geborener immer mich strikt geweigert gegen Rassendiskriminierung, Minderheitendiskriminierung. Mein Freund Yasser Arafat ist Semit. Wie könnte ich Antisemit sein? Also ich glaube, ich möchte auch die... Sie müssen sich nicht wundern, dass junge Neonazis jetzt daherkommen und sagen, aha, schaut her, der Möllemann, der sagt's doch. Wenn sich junge Neonazis auf Sie berufen, ist das etwas, was Sie sich wünschen? Nein. Bro, wenn du die Wahrheit aussprichst, werden sich viele Leute da berufen und sagen, ja, der spricht die Wahrheit aus. Genauso wie bei Corona, Digga, das ist immer dieselbe Scheiße, die die versuchen zu tun. Ja, ey, aber da sind auch Nazis auf den Corona-Demos, ne? Du bist jetzt auch ein Nazi. Du darfst Corona nicht kritisieren, weil dann bist du ein Nazi. Was hat Corona mit Nazi-Sein zu tun? Was hat Kritik an einem Führer von Israel mit Antisemitismus und Nazis zu tun? Nichts. Nichts. Prozente um alle Fälle im Trüben. Immer die gleiche Scheiße, Bro. Und jetzt darf ich nichts mehr vertreten, was irgendein Nazi oder irgendein Linksradikaler oder irgendein Terrorist vielleicht auch glaubt, so. Also darf ich jetzt auch nicht mehr an Gott glauben, weil es irgendwelche Gehirnverbrannten da draußen gibt, die im Namen von Gottes andere Menschen töten, so, oder was, Digga? Was ist das für ein Argument, Bruder? Jeder, der 1-2 Gehirnzellen im Kopf hat, der muss es doch verstehen und checken, Digga. Weißt du, wie ich meine? Und ich finde es so krass, wie das wahrscheinlich diese miese Propaganda, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen über diesen Mann hier verbreitet, wieder viele Teile vom Volk einfach gefressen haben. Ja, hat er recht. Also wenn bei diesen 200 E-Mails, bei diesen 2000 E-Mails auch ein Nazi dabei war, dann ist der Möllemann Nazi. Ganz klar. Herr Möllemann? Nein, Herr Beckmann, ich kämpfe um jede Stimme.
Auch in dem Lager? Nein, nein. Ich kämpfe um jede Stimme, aber mit den Inhalten meiner Partei. Mhm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der frühere FDP-Spitzenpolitiker Jürgen Möllemann ist tot. Er starb im nordrhein-westfälischen Mahl bei einem Fallschirmsprung. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Essen hat sich der Hauptschirm aus bislang ungeklärten Gründen vom Körper des 57-Jährigen gelöst. Was ein Zufall. Mittag erreichte uns die Nachricht vom Tod unseres Kollegen Jürgen Möllemann. Wir trauern um unseren verstorbenen Kollegen. Gedenkminute im Bundestag. Dem Ort, an dem Sie kaum 3 Stunden zuvor die Immunität Ihres Kollegen Möllemann aufgehoben hatten. Grünes Licht für strafrechtliche Ermittlungen gegen einen, der jahrelang mitten unter Ihnen war, am Ende aber sichtbar abseits saß. Ich konnte den ganzen Tag bis abends auch sagen, habe mit seiner Frau telefoniert, mit meiner Frau telefoniert, weil sie sich natürlich selbst immer fragen, gab es irgendwelche Anzeichen, die sie hätten veranlassen können, noch was zu tun, um das im Zweifel zu verhindern. Meine Frau und ich haben 14 Tage gebraucht, um sozusagen unser eigenes Leben im Zusammenhang mit Jürgen Möllemann rekapitulieren zu lassen, um die Frage zu klären, haben wir da irgendwas übersehen? Und wir waren uns nach einer gewissen Zeit jedenfalls einig, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt haben kann. Betroffenheit in Was? Nach einer gewissen Zeit jedenfalls einig, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt haben kann. Wow. Wieso nicht, Digga? Das hätte ich jetzt gerne noch mal gehört, was er dann noch dazu gesagt hat. Betroffenheit in der FDP vom Parteichef bis zu... Oh nö, Digga. Wie heißt der noch mal hier? Westerwelle, ne? Guido Edinman, Alter. Weggefährten. In dieser Stunde geht es nicht um politische Differenzen, sondern um Anteilnahme. Unser tiefes Mitgefühl gehört seiner Familie, besonders seiner Frau und seinen Töchtern. Wir denken an sie. Ein Inhalt, den ich im Moment mit Guido Westerwelle verbinde, ist einer der Knaller, den Sie in diesem Buch haben, nämlich er werde vom Mossad erpresst. Wie kommen Sie darauf? Mossad, der israelische Geheimdienst. Aufgrund. Was der erzählt hat, Bruder. Also, er hat auf jeden Fall einige Feinde gehabt, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. Weißt du, wie ich meine? Einige Feinde gehabt, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. Einige mächtige Feinde, Bro. Mossad. Bruder, Digga, wir sind ganz tief drin hier gerade in der Recherche, ne? Ich war mir gar nicht bewusst, was da abging damals. Seiner eigenen Erzählung. Als er zurückkam von seinem Israel-Besuch, hat er uns berichtet, einzelnen und mehreren, darüber, dass er bei seinen Gesprächen und zwischen zwei Gesprächen mit zwei hochrangigen Regierungsmitgliedern so sehr unter Druck gesetzt worden sei, dass er sich gefragt habe, wohin das führen könnte. Unter Druck, was zu tun? Tja, das hat er uns leider nie so genau gesagt. Er hat in diesen Berichten gesagt, Sie glauben ja gar nicht, Herr Möllemann, wie die mich behandelt haben, was die versucht haben, von mir zu verlangen, wie sie Druck auf mich ausgeübt haben. Kein Wunder, warum die dann so Epsteins noch installiert haben, ne? Die diese Jungs in, wie den Westerwelle oder andere auch schön beim Sex mit Kindern oder was auch immer gefilmt haben, damit die schön Material in der Hand haben, wa? Ja, Digga, hab ich gesagt. Gerade in diesen sehr schwierigen Zeiten steht Deutschland an der Seite Israels. Wir unterstützen Israel und wir möchten eng zusammenarbeiten. Wir sehen uns als enge Freunde und Partner. That's our friends. Thank you. Sie schreiben von Erpressung. Das Kapitel heißt auch wiederum, die Überschrift, die Erpressung. Ja, wenn ich in ein fremdes Land fahre, weil dort Gespräche... Boah, krass zusammengeschnitten auch, ja. Und ich distanziere mich, mach was du willst, mir ist scheißegal. Die Regierung oder Mitglieder eines Dienstes setzen mich unter Druck, dann ist das Erpressung. Mhm. Erpressung ist für mich was anderes, nämlich dass man irgendetwas in der Hand hat gegen jemanden. Auch da insinuieren, deuten Sie an, private Dinge bei Guido Westerwelle, dass man ihn steht im Buch.
Nein, nichts mit. Ich habe ausdrücklich diese Frage offen gelassen und gesagt, das muss er aufklären. Denn ja, er hat ja berichtet, dass er unter Druck gesetzt worden ist. Ich sage ja nur, dass Sie andeuten, Erpressung, habe ich jetzt verstanden, ist Ihr Wort, nicht seins. Zweitens, was können die in der Hand haben, irgendwelche privaten Dinge? Das ist im Moment, verstehe ich, wenn Sie es mir jetzt nicht noch anders erklären, erstmal eine Unterstellung. Habe ich ihn gefragt, was ist los? Dann hat er gesagt, er wird regelmäßig verfolgt. Also, aber es hört sich so dramatisch an, sagen wir mal so, Geheimdienste, geheime Mächte trachten ihm nach dem Leben. In Wahrheit soll ein Exempel statuiert werden. Wer darf in Deutschland was denken und wer darf in Deutschland was sagen? Ich werde weiterhin das denken, was ich denken möchte. Gebt euch mal, wie lange dieser Kampf schon geht, ja? Herr Demokrat, und ich werde weiterhin das sagen, was ich sagen möchte. Crazy, Alter. Umfrage in den Chat. Wer denkt, dass sie den Cousin weggemacht haben? Eins. Wer denkt, dass es halt, wie sagt man, ein Unfall war? Zwei. Rest in peace, Möllemann. Ich küsse dein Herz. Krasses Video. Ich wusste gar nicht, was da damals alles abging. Ja, ich schwör's dir. Krass. Eure Gedanken dazu natürlich wie immer unten in die Kommentare rein, meine lieben Freunde. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Tschüss.